Hey, ich habe vor, ein neues Format auf diesem Kanal zu starten. Darin stelle ich dir die wichtigsten Sternzeichen vor, die am sternklaren Nachthimmel zu sehen sind. Wie du sie findest, was du sehen kannst und die wichtigsten Fakten, alles auf einen Punkt gebracht. Da ist sowohl etwas für den blutigen Anfänger als auch für den Profi-Astronomen dabei. Ich blende dann immer eine Abstimmung ein, damit du über das nächste Sternbild entscheiden kannst. Und welches Sternbild wäre besser für den Anfang geeignet als der große Bär? Es ist wohl das bekannteste Sternzeichen in Mitteleuropa, weil es sehr einfach zu finden ist und ein guter Ausgangspunkt, um den nächtlichen Himmel zu erkunden. Außerdem ist es hier das ganze Jahr sichtbar. Der große Bär liegt zwischen den Sternbildern Drache, Giraffe, Luchs, kleiner Löwe, Löwe, Jagdhund und Bärenhüter. Scheint ja ziemlich beliebt zu sein. Der große Bär ist noch dazu das drittgrößte Sternbild am Nachthimmel und steht im April im Zenit. Heißt ganz einfach, dass es genau senkrecht über uns schwebt. Aber die meisten kennen das Sternbild nur dem Namen nach. Aber fast alle kennen das Sternbild Großer Wagen. Du weißt schon, diese markante Anordnung von 7 Sternen, die ungefähr die Lage des großen Bären angibt. Aber der große Wagen ist nur ein Teil des großen Bären, nämlich der Schwanz und das kantige Hinterteil des Bären. In Europa werden diese 7 Sterne als Wagenkasten mit abwärts gebogener Deichsel gesehen. Aber wusstest du, dass das Sternbild in den USA The Big Dipper heißt? Das heißt zu Deutsch der große Löffel. Der große Bär besteht aus vielen hellen Sternen. Der hellste Stern des Sternbildes ist Alioth mit 1,75 Meg. Die 7 Sterne, die den Wagen bilden, sind nun aber einfach die hellsten und auffälligsten Sterne des Bären. Verlängerst du den großen Wagen in diese Richtung, um den Abstand dieser beiden Sterne hier, kommst du im Genick des Bären heraus. Und machst du das ein weiteres Mal, bist du auch schon am Kopf. Die Tatzen des Bären sind leicht zu finden, weil sie jeweils aus 2 Sternen bestehen, die fast gleich hell sind und sehr nah nebeneinander stehen. Da der große Wagen jederzeit am Nachthimmel zu sehen ist, ist er der perfekte Kandidat, um auf Polarsternjagd zu gehen. Dazu verlängerst du einfach diese Rückwand des Wagens und triffst somit genau den Polarstern. Hast du schon einmal etwas vom Augenprüferstern gehört? Das ist dieser hier, der zweite Deichselstern des Wagens. Er heißt Alcor und ist der Begleiter von Mizar. Wer gute Augen hat, kann Mizar und Alcor voneinander trennen. Es gilt als Faustregel, wer Alcor sieht, braucht keine Brille. Aber darauf solltest du dich nicht unbedingt verlassen. Das war's auch schon. Vergiss nicht abzustimmen, welches das nächste Sternbild sein soll. Dazu einfach hier oben rechts klicken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier geht's zu meinem letzten Video. Und abonniere doch meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.